Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wu-Tai Matthew, und ich präsentiere euch heute kein Update, keine Overview, kein Tag-Video, kein Special-Video, sondern ich mache mal wieder, oder es ist sogar so gesehen das erste Unboxing-Video. Naja, erste ist nicht gerade so richtig. Ich habe ja schon mal die Planet der Affen-Büste geöffnet, aber da war es ja eine Büsten-Edition. Und jetzt kommt mein erstes Unboxing-Video zu einem Film, den ich feier, liebe, großartig finde, für mich eine klare 10 von 10. Und zwar ist es ein Film von Martin Scorsese mit Sharon Stone, Joe Pesci und Robert De Niro. Casino von den Colors of Entertainment. Mediabook exklusiv für Müller. Aber jetzt habt ihr mein Gesicht gesehen und ich würde mal sagen, wir machen es jetzt in der Ego-Perspektive. Wir sehen uns bis gleich. So, meine Freunde, da liegt das Mediabook von eben halt Colors of Entertainment, 4K und Blu-ray. Martin Scorsese, Casino. Ja, was soll ich dazu sagen? Ah, ich finde dieses Cover grenzgenial, weil dieses Cover hatte ich früher in meinem Kinderzimmer, Jugendzimmer als Poster hängen, neben Goodfellas. Und deswegen wollte ich unbedingt dieses Cover haben, als ich das gesehen habe auf der Seite von Color of Entertainment. Einmal das Spine, naja, hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das irgendwie traurig, dass hier so ein blauer Spine ist, den hätten sie auch hier in diesem Gold-Orange machen können, meiner Meinung nach. Aber Color of Entertainment macht es eben halt bunt. Regenbogenfarben. Einmal die Rückseite, eben halt mit dem Text. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt auf Pause drücken und euch das mal durchlesen. 4K. Limitiert. Ich habe die Nummer 184. Und noch original verpackt. Aber ich würde mal sagen, nicht mehr lange. Ich hole mal ein. Na, wo ist er? Zahnstocher. Grüße gehen raus am Zinne Manuel. Und ich mache es einfach mal vorsichtig mit dem Zahnstocher auf. Ja, das ist mein erstes Mediabook-Unboxing, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen nervös, weil jeder Anfang ist schwer. Gott sei Dank, der FSK-Flatschen war draufgeklebt. Und hier ist schon mal das erste Manko. Hier ist eine kleine Ecke kaputt. Naja, es ist ein Gegenstand, den ich einfach nur mir hinstellen möchte in einen separaten Aufsteller, damit man das ganze schöne Cover sieht. Hier oben ist eine kleine Delle, muss ich leider sagen. Aber mein Gott, es ist ein Dekostück für mich. Hätte besser aussehen können, aber ich habe es jetzt eben halt so. Einmal hier die Blu-ray mit Joe Pesci, Robert De Niro und Sharon Stone. Ich lege es einfach mal hin. Vorsichtig, weil das hört sich schon knackend an. Hier sind dann noch weitere Filme von dieser Reihe. Wie zum Beispiel Scarface finde ich sehr schön. Eben halt dieses Cover, aber ausverkauft. Psycho auch sehr schön. Finde ich dieses Cover sehr nice. Und hier sind die anderen Casino-Covers. Und deswegen fand ich dieses oder jenes am besten. Und welchen Film könnte man sich auch noch? Ja, also ich würde mal sagen, wenn es noch gehen würde, dieses Scarface und eben halt dieses Psycho-Cover. Und noch einmal weitere Filme dieser Reihe. Einmal das Booklet mit eben halt diesem bekannten Cover aus dem Film. Geschmackssache. Film 10. Schönen großen Textanteil auf der zweiten Seite. Viel Textanteil, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich auch sehr gut finde. Wieder ein weiteres Filmbild aus den Klassiker von Martin Scorsese, meiner Meinung nach. Und eben halt noch mehr Text. Sehr schön. Kann man mal in Ruhe lesen. Meine Frage an euch. Lest ihr euch die Mediabooks durch? Ja oder nein? Hier Sharon Stone und Robert De Niro im Bett liegen, kurz nach der Ehe, mit dem Chinchilla-Fellmantel und dem ganzen Goldschmuck. Dann haben wir noch mehr Text über den grenzgenialen Film. Ein schönes, großes Bild von Joe Pesci und Robert De Niro. Hier sieht man es, es ist getackert, das Buch. Noch mehr Text. Noch mehr Text. Das ist für mich die härteste Szene, kurz vorm Ende, muss man sagen, wo eben mal
Nico Santoro, also Joe Pesci, in so ein Maisfeld eingeladen wird und sein Bruder wird vor seinen Augen mit einem Baseballschläger malträtiert und er dann auch und man schmeißt die Beine in ein Loch im Maisfeld und eben halt, die leben noch ein bisschen. Nicht mehr gut, aber sie leben noch. Und das fand ich doch sehr erschreckend, die Szene, als ich die das erste Mal gesehen habe. Und noch mehr Text. Nochmal die Sharon Stone mit ihrem Chinchilla-Fellmantel und den Schmuck. Noch mehr Text und die Rückseite von dem Film oder vom Buch besser gesagt mit Robert De Niro. Und hier ist die 4K Ultra HD. Ich nehme sie mal vorsichtig raus. Na, da bin ich ein Grobmotoriker. Leg die einmal auf Seite. Hier hat man nochmal den guten alten Joe Pesci. Und ich schlage das Buch nochmal eben für euch zurück und hole die Blu-ray. Na komm. Und hier sieht man dann eben halt den Robert De Niro. Und wenn man das jetzt so wegschlagen würde, ist das ein durchgängiges Bild, was vom Innendruck sogar einigermaßen nett ist. Also ich muss sagen, für das Geld habe ich jetzt nichts Großartiges erwartet, aber ich bin doch positiv überrascht. Aber ich tue als erstes mal die Blu-ray bei Joe Pesci und eben halt die Ultra HD beim guten alten Robert De Niro. Und das war so gesehen das Mediabook von dem Film Casino von Martin Scorsese. Und noch einmal für euch die Rückseite. So, ich will mal sagen, ich zeige nochmal mein Gesicht und ich sag mal, bis später. Da bin ich wieder. Fast wie früher mit meinen Patschhähnchen, wo ich die Videos gemacht habe. Ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Wenn ja, schreibt es mir unten in den Kommentaren. So, aber das war jetzt mein Unboxing von dem Film Casino. Ihr wisst es, ich liebe diesen Film. Ich musste mir diese Edition einfach holen. Ich bin ja noch am Überlegen, ob ich mir den mit den zwei Würfeln noch hole. Das ist, glaube ich, nur DVD und Blu-ray. Aber so fand ich das Mediabook jetzt nicht so schlecht. Klar, ein bisschen zu viel Textanteil. Wenig Bilder im Mediabook, aber mein Gott, das ist Geschmackssache. Okay, das Bein hier, besser machen wir mal so. Das mit dem bunten finde ich nicht so schön, weil ich glaube, das sähe dann nur gut aus, wenn du die hintereinander stehen hättest. Aber da hätten die hier auch noch so eine Nummer machen müssen, finde ich. Ja, Mediabook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also so eine durchgehende Reihe von den Mediabooks auf dem Spine, wo man das dann wirklich schön nebeneinander stehen haben kann. Haben sie leider nicht. Aber so hat mir gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einfach mal ein Däumchen nach oben. Wenn nicht, ein Däumchen nach unten. Schreibt mir doch zahllos mal in den Kommentaren, was ihr von der Serie Colors of Entertainment haltet oder was ihr überhaupt von dem Film Casino haltet. Das würde mich brennend interessieren. Und ich würde mal sagen, das war's. Macht nicht mehr so dolle. Bis demnächst und tschüss. Ja, herrlich, herrlich.